Schunk, Nastassja Schunk. Oder kurz Nasti. Die Leistungskurve der 16-Jährigen ging zuletzt steil nach oben. Das Resultat, ein Platz im Porsche Talent Team 2020. Also ich war ja schon im Porsche Junior Team, aber es ist auf jeden Fall eine große Ehre. Und ja, jetzt halt auch mit den Größeren in dem Team zu sein, das macht einen auf jeden Fall auch stolz. Im Team ist die Baden-Württembergerin die zweitjüngste und die einzige Linkshänderin. Mit Tennis begann Nasti, weil sie ihrem älteren Bruder nacheiferte. Daraus entstand der Traum von der Karriere, der besonders mit dem Entwicklungssprung in den letzten Jahren Form annahm. Ich denke, ich habe mich immer stetig verbessert. Ich war jetzt im Sommer auch verletzt, aber danach ging es eigentlich wieder bergauf. Und ich kann jetzt nicht so genau sagen, wie ich mich jetzt in der Profikarriere oder so sehe, aber ich hoffe einfach, dass ich verletzungsfrei bleibe und alles gut läuft. Dafür konzentriert sie sich nach ihrem Abschluss der mittleren Reife erstmal voll auf Tennis. Das nötige Selbstbewusstsein hat Nastassja, nur eine ihrer Stärken. Meine Grundschläge sind relativ schnell und mein Aufschlag ist auch ganz gut und auf jeden Fall mein Kampfgeist. Vor allem mit ihren Grundschlägen kann die Hobbyköchin dominieren. Trotzdem gibt es noch einiges zu verbessern. Momentan arbeite ich daran, dass ich bei der Vorhand immer durch den Ball gehe und auch immer ins Feld komme und dann nach vorne den Abschluss dann auch suche. Das klappt jetzt auch mittlerweile schon besser. Das zeigte sich in den Ergebnissen. 5 Titel gewann Nasti auf der ITF Junior Tour. Ihr größtes Highlight war aber der 4. Platz beim Junior Fed Cup in Orlando 2019 mit dem deutschen Team. Ihr nächstes Etappenziel hat sie schon im Kopf. Ich möchte dann auch bei den Damen vielleicht einsteigen nächstes Jahr. Und ja, natürlich schaut man dann einfach, wie es läuft. Und dann kann man sich immer neue Ziele setzen. Nastassja Schunk, ein Talent mit ordentlich Schwung.